Hallo, ihr Neugierigen. Wir sind sicher, dass ihr viele absurde Ideen kennt, die so mancher verübte. Aber sind diese so spektakulär wie die Geschichte von einem Eindringling, der es geschafft hat, sich in die Gemächer von Königin Elizabeth II. Einzuschleichen? Dabei umging er eines der wahrscheinlich strengsten Sicherheitssysteme. Und das Beste daran ist, dass der Mann dabei gar nicht erwischt wurde, sondern ganz normal allein herauskam. Der Protagonist unserer Geschichte, Michael Fagan, hatte weder eine militärische Ausbildung erhalten, noch war er ein britischer Geheimdienstspion im James-Bond-Stil, sondern einfach ein arbeitsloser 32-jähriger Dekorateur, der Königin Elizabeth II. Tief bewunderte. Später gestand er, dass er gar nicht vorhatte, etwas zu stehlen oder jemanden anzugreifen, sondern er habe nur wissen wollen, wer er sei. Und das könne nur die Königin wissen und würde es ihm sagen. Man könnte denken, dass er in einer solchen Situation eine Audienz beantragen sollte. Nein, er überlegte sich einfach, wie er sich in die privaten Räume der Königin einschleichen könnte, um mit ihr ruhig über seine eigene Identität zu sprechen. Und als ob es das Normalste auf der Welt wäre, kletterte er die Fassade des Palastes wie ein junger Liebhaber hoch, bis er ein offenes Fenster im dritten Stock, genau das Zimmer 151, erreichte. Im Zimmer befand sich ein Mann aus dem Service, der ruhig ein Buch las. Und als dieser einen fremden Mann durchs Fenster klettern sah, rannte er im Schrecken davon und wollte Hilfe holen. Aber das ist noch nicht das Ende des Abenteuers, denn obwohl Fagan eigentlich erwartete, dass man ihn gleich aufspüren würde, kam niemand, um ihn abzuholen. Was nun? Also begann er, ohne zu zögern, die Palasträume zu erkunden. Unterwegs begegnete er Mark Phillips, dem damaligen Ehemann der Tochter von Elizabeth II. Und wie er später sagte, habe er es vorgezogen, ihn nicht zu stören, so sei er weitergegangen. Was für Manieren. Den nächsten Halt machte er in einem Raum, wo sich Geschenke anlässlich Prinz Williams Geburt befanden, denn kurz davor wurde er geboren. Fagan überprüfte, ob er darunter etwas nicht fände, was ihm gut gefallen würde. Und so stieß er auf eine Flasche Weißwein. Er schenkte sich leise ein Glas ein und trank. Dabei wartete er die ganze Zeit, dass ihn jemand finden würde. Als er schon eine halbe Flasche leer gemacht hatte und sein Besuch offensichtlich niemanden anging, beschloss er, sich auf dem Heimweg zu machen. Die Geschichte ist aber damit nicht zu Ende, denn als der Mann sah, dass man die Sicherheit des Palastes so einfach umgehen und dabei noch etwas Wein trinken kann, beschloss er, die Expedition zu wiederholen. Diesmal brach er aber nicht in der Nacht auf, sondern am Morgen um 7 Uhr und das war am 9. Juli desselben Jahres. Also kletterte er wieder an der Hausfassade hoch und schlich sich in einen Raum. Dann lief er ruhig durch die Gänge und die Kammern. Und als er in eins der 775 Zimmer hineinging und erkannte, dass er sich genau im Schlafzimmer der Königin befand, konnte er schlichtweg seinem Glück nicht glauben. Fagan näherte sich dem Bett, machte den Bettvorhang beiseite und schaute hinein. Aber als die Monarchin ihn erblickte, bekam sie einen richtigen Schrecken. Dieser Mann, der an ihrem Bett stand, war ihr unbekannt. Sie sprang in Panik aus dem Bett hinaus und rief Hilfe. Kurz darauf erschien ein Wächter der Königin mit zwei Polizisten, die den Mann hinausführten. Aber bevor Fagan den Palast verlassen musste, wurde ihm noch etwas zu essen und zu trinken gegeben. Überraschend, nicht wahr? Das nennt man britische Höflichkeit. Hätten wir einen Fremden in unserem Haus nicht einfach schnell rausgeworfen? Und was war später? Fagan wurde ein Prozess gemacht, aber nicht wegen des Hausfriedensbruchs, sondern wegen der geleerten Weinflasche. Und noch überraschender war, dass der Mann von allen Anklagen freigesprochen wurde. Einfach so. Ein Mann dringt in den Palast der Monarchin ein, trinkt eine Flasche Weißwein und geht wieder ruhig nach Hause. Das ist eine Monarchie für das Volk, oder? Und als später gefragt wurde, ob der Sicherheitschef des Königshauses nach diesem verrückten Ereignis zurücktrat, antwortete die Königin, dass solche Maßnahmen nicht ergriffen werden mussten. Das ist kein Witz, denn so wurde der Fall offiziell gelöst und abgeschlossen. Denkt ihr jetzt nicht, dass das Leben die besten und absurdesten Szenarien schreibt und die Fiktion manchmal übertreffen kann? Und ihr, was haltet ihr von dieser Geschichte? Meint ihr, dass es falsch war, den Einbrecher nicht zu bestrafen? Schreibt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben und Teil unserer Community zu werden. Bis zum nächsten Mal!